Hat Alphastein die YouTuberinsel verlassen? Alphastein hat jetzt schon seit einer Woche kein Video mehr auf der YouTuberinsel hochgeladen. Nachdem viele Leute vor zwei Wochen dachten, Alphastein wird die Insel für immer verlassen, weil der Alpha-Clan zerstört wurde und Alphastein ziemlich traurig war deshalb, ist Alphastein nach ein paar Tagen trotzdem wiedergekommen. Er war aber nicht lange zurück, denn nachdem er Rache gegen die Himmelskrieger machen wollte, war er wieder weg. Aber ist er diesmal wirklich weg? Hat Alphastein die YouTuberinsel jetzt wirklich verlassen? Klar, wir wissen, Alphastein ist zuletzt bei den Höllenkriegern gewesen. Als er zurück auf die YouTuberinsel gekommen ist, hatte er sich erst einmal vorgenommen, mit dem Alpha-Clan nie wieder mehr eine Basis zu bauen, sondern immer von Ort zu Ort zu wandern, damit nichts von ihm mehr kaputt gemacht werden kann und er in Ruhe tun kann, was er will. Er war dann auch zusammen mit den Höllenkriegern unterwegs und hat sozusagen zu den Höllenkriegern gehört, obwohl er den Alpha-Clan auch irgendwie weiterführen wollte. Das war aber vor einer Woche. Jetzt hat man auch bei allen anderen YouTubern auf der YouTuberinsel lange nichts mehr von Alphastein gehört, außer dass einige Leute sagen, erst bei den Höllenkriegern. Aber auch bei den Höllenkriegern hat man in letzter Zeit nichts von Alphastein mitbekommen. Das letzte, bei dem Alphastein dabei war, war eine Attacke auf Sue und den Lotus-Clan von den Höllenkriegern, aber das war vor einer Woche. Jetzt macht Alphastein normal weiter Lucky Block-Videos zusammen mit Ente, IT und manchmal auch einfach ein paar anderen YouTubern auf der YouTuberinsel. Er scheint also aktuell einfach nicht auf der YouTuberinsel spielen zu wollen, sondern will lieber viel mit Lucky Blocks machen. Aber es kann auch sein, dass er einfach gerade im Urlaub ist und Lucky Blocks vorproduziert hat. Ich denke aber, Alphastein wird nicht einfach so plötzlich nicht mehr auf der YouTuber Insel sein. Er wird auf jeden Fall wieder zurückkommen, aber wann das passieren wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber was denkt ihr? Wird Alphastein wirklich die YouTuber-Insel verlassen oder kommt er wieder? Abonniert und jetzt tschüss.